So, meine Damen und Herren, willkommen zurück in der nächsten Folge Minecraft Hardcore. So, ich habe jetzt mehrere Ideen, was ich machen möchte. Ich möchte zum einen auf jeden Fall endlich mehr Dings finden, mehr Dias, damit ich Dia werden kann oder irgendwas in die Richtung. Ich hab noch schon drei. Warte, glaube ich, mache ich mir zuerst einen Amboss. Ich aber. So, dann packe ich mir auf die Hose schon mal Huschen 3. Damit ich auch im Sneaken halt fix bin. Effizienz 5 wäre auch eine Möglichkeit. Aber lohnt sich, glaube ich, jetzt noch nicht. Ohne 4. Ja, genau. So. Gut, dann mache ich auch mal von den Haus hier einen Screenshot, damit ich das auch wiederfinde. Versuche ich jetzt erstmal bis neu zu farmen und dann suche ich mir erneut eine Höhle, um hoffentlich ein paar Dias zu finden. Wenn ich auf dem Weg noch ein bisschen Essen finde, wäre nicht schlecht. Aber sonst ist, glaube ich, auch fein. Machen wir so. Sorry, also falls es jemanden aufregt, wenn ich so reinzoome, das kommt von Optifine und da bin ich, habe ich irgendwie so angewöhnt. Das ist eine schlechte Angewohnheit. I guess. Ich hoffe, es stört euch nicht, aber ansonsten, just don't mind it. So. Ich glaube, Egglocks reichen erstmal. Anfangen und dann kann ich ja immer noch alles Mögliche mit craften nennen. Oder ich gerade noch einen anderen Bienenstamm. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Ich bin ja relativ hoch. Heißt, ich müsste erstmal wieder sehr weit runter gehen. Oder mir halt so eine Höhle direkt suchen. Glaube ich. Bringe hier einfach mal runter. Auf welche Basis? Und versucht dann einfach runterzulaufen. Ups. Ja. Macht man das Leben auch einfach zu schwer. So. Gucken wir mal. Okay, das sieht erstmal relativ schlecht aus. Weil hier alles unter Wasser ist. Ja, ich kann leider mit solchen Unterwasserhöhlen gerade noch nichts anfangen. Aber einen Kürbis kann ich schon mal mitnehmen, I guess. Später fürs End. Auf jeden Fall nicht schlecht. Ansonsten, hier ist noch ein bisschen Eisen. Kohle mitnehmen wäre natürlich smart gewesen.
muss ich mir jetzt wieder ein bisschen auf dem Weg erfahren. Hab wieder fucking Bauch. Oh, ich bin so hoch, ne? Nehme ich mir erstmal ein bisschen Kohle mit. Vorrat angelehnt. Und dann, das ist halt das Geile an Huschen, falls ihr das Enchantment noch nicht kennt. Das ist neu in der 1.19. Und da kann man halt sneaken und ist halt speediger und so alles. Also, das ist schon ziemlich cool. Ja. Geht's auf jeden Fall nach unten. Ja, MLG Master 9000, man kennt ihn. Den einzig fahren. Aber wir gehen mal ganz gediegen runter. Hier ist noch Kohle. Nehmen wir erstmal mit. Essen ist ganz wichtig, damit ich auch wieder regeneriere. Ups. So. Okay, das ist nicht so schlimm. Da, zack. Kohle habe ich. 40. Das ist schon nicht schlecht. Bisschen mehr, wenn ich so verkehrt. Okay, hier gehe ich vielleicht nicht lang. Ja, so, da runter. Sieht schon mal viel besser aus. Mehr aufpassen, nicht, dass ich auf so einer Spitze rauffalle. Oh, das ist auch optimal. Ups, meine ich. Das ist schon nicht schlecht. Und so, hier ist noch Gold. Gold nehmen wir natürlich mit. Lassen wir uns nicht lumpen. So. Minus 17 bin ich jetzt. Sackgasse. Ich geh mal runter. Ach nee. Warum ist hier denn schon wieder Deep Dark Zeug? Check as I'm chest, what's happening next? Yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold an obsession. All in his possession, you got your attention. I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion. Your mind is a weapon. 11-11 is a progression. Ah, ja, da sind die erst. Nice. Wichtig und richtig. Hier gerade kein Shrieker. Ganz gut. Sollte auf jeden Fall auch das Obsidian mitnehmen. Oh, eine richtig dicke Diaven. What the fuck? Alter, jetzt geht's los. Alter, what the fuck? Als ob hier so viele Dias sind. Schon extrem lucky. Oh, fuck. Das war ein bisschen schlecht bei mir. Also. Hol ich mal ein bisschen Obsidian ab.
Aber krass. War echt. Waren echt viele Dias. 50. War das natürlich nicht schlecht. Ich bräuchte rein theoretisch 4 für den Enchantment Table und 10 fürs Portal. Also fürs Nether Portal. Das ist jetzt nicht so wichtig. Ich könnte auch dieses komische. Ich mach mich in Lavasee rein und platziere so um eine Wasserquelle ein bisschen Lava, aber mache ich nicht, weil ich natürlich kein Minecraft Ultra bin. Deswegen machen wir es natürlich auf die altmodische Art und Weise. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse. Das war natürlich mal wieder richtig smart. Wie viele Dias waren das hier? Gut. Natürlich insane jetzt. Kann ich mir eine Brustplatte machen? Okay, dankeschön. Sehr freundlich. Jetzt habe ich 8. Noch 6. Also eigentlich sind wir auch im Deep Dark jetzt safe durch das Pushen 3 auf meiner Hose. Weil ich dadurch halt ultra schnell mich fortbewegen kann und doch noch sneaken kann. Weil durch das Sneaken mache ich ja keinen Sound. Und dann ist man relativ safe im Deep Dark. Wenn man nicht gerade runterfällt oder Sachen abbaut. Und ja. Nicht hier ran. 13, brauche ich noch ein Obsidian. Jetzt am besten wieder hier hoch. Natürlich das nix. Aber dagegen kann ich jetzt nichts machen. Das ist jetzt auch ein bisschen schwierig ist mit Endplatzieren. Ich muss hier direkt daneben. Oh. Hätte ich ungünstig. Jetzt Mobs spawnen. Ah. Cool. Ich wusste gar nicht, dass es ein Achievement ist. Guck mal weiter. Und Skalk. Minus 50. Nehmen wir natürlich die Erfahrung mit.
Ganz klar. Hier ist nichts. Hm. Solange hier kein Sensor ist. Gut, dass ich es gejinxt habe. Wieder absolut nichts. Ah, hier ist einer. Hier ist ja absolut gar nichts. Cool. Habe ich mich umsonst hier reingemacht? Obwohl, ich könnte hier noch rein. Ah, da unten ist noch ein Trick. Ich muss den jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Gucken wir einfach mal. Ob ich hier noch eventuell ein paar Dias finde. Wäre natürlich sehr nice. Ja, 12 Dias reichen natürlich nicht für volle Diamantrüstung. Das war nichts. Die hier außen sind auch noch scheinbar so ein paar Verstärker zumindest. Ich meine Hose nicht? Nee. Okay. Ich dachte kurz, dass meine Hose sich vielleicht durch das Huschen abnutzt oder so, aber scheint nicht der Fall zu sein. Okay. Dann gehen wir hier mal rüber. Noch immer die Zombies spawnen. Eigentlich dürften im Deep Dark keine Zombies spawnen, deswegen verstehe ich es nicht ganz. Bin ich erstmal hoch? Dass es so wunderbar funktioniert hat. Mach ich hier erstmal. Versuche ich mir vielleicht erstmal einen anderen Zugang zu suchen. Der vielleicht nicht durch Deep Dark verseucht ist. Hier irgendwas. Magi Boss. Na klar. Wenn sich Fahrer wieder. Kann ich noch runter? Seid ein bisschen eng, aber. Quetsche mich schon irgendwie durch. Ach. Natürlich. Ja, hier unten war ich schon. Scheiße. Hier war ich, glaube ich, auch schon. Ja, das ist natürlich ein bisschen unlucky. Genau, da unten bin ich schon reingegangen. Hm.
Ich würde ganz gern wieder nach oben, glaube ich. Einfach nur, weil mir das... Ach, scheiß auf. Der schon mal weg. So. Kann ich irgendwie nach oben gehen oder ist ein bisschen doomed? Scheint irgendwie ein bisschen doomed zu sein. Ich kacke. Bin ich umsonst? Bin gerade auf Höhe 1 Zeit. Bin ich mich noch ewig nach oben bauen, oder? Hauptsache ich sterbe dabei nicht. Ach ja. Na gut, meine Damen und Herren, ich glaube, ich beende die Folge hier einfach. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Abo da. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao, ciao.